Nicht alles, was glänzt, ist Gold. An einem schönen Nachmittag rief der König den Goldschmied zu sich. Ja, König, Sie haben mich gerufen. Ich brauche eine neue Krone, deshalb beauftrage ich dich, mir eine aus purem Gold zu machen. Danke, danke. Ich bin froh, dass Sie mir den Auftrag gegeben haben. Ich werde in ein paar Wochen fertig sein. Nach ein paar Wochen war die Krone fertig und der Goldschmied brachte sie dem König. Hier ist Ihre Krone aus reinem Gold. Danke für die neue Krone. Als der Goldschmied weg war, fragte sich der König, ob seine Krone wirklich aus reinem Gold sei und ließ Archimedes rufen. Ja, König. Ich habe dich rufen lassen, weil ich wissen will, ob die Krone wirklich aus reinem Gold ist, so wie der Schmied behauptet. Ich werde mich beeilen, es herauszubekommen. Nach ein paar Wochen fragte Archimedes, ob er so viel Gold haben könnte, wie die Krone wiegt. Als er das Gold hatte, kam er auf eine Idee. Ich benötige eine Waage. Ah, da steht ja eine. Ich lege auf der einen Seite die Krone und auf der anderen Seite platziere ich den Klumpen Gold. Also in der Luft ist es gleich schwer. Als er das gemacht hatte, ging er zu einer Wanne mit Wasser und legte die Waage mit den Gegenständen hinein. Jetzt bin ich aber gespannt, was herauskommt. Die Krone geht also nach oben und der Klumpen Gold nach unten. Das heißt, dass die Krone nicht aus reinem Gold besteht, weil das Volumen größer ist. Da der Goldschmied den König betrogen hatte, ließ der König ihn hinrichten.